Was hindert dich daran, Geld im Internet zu verdienen? Diese Frage habe ich in einem Community-Beitrag vor einigen Wochen gestellt und hier einmal die Antwort. Und zwar haben die Leute gesagt, erstmal vielen Dank an die 15 Stimmen, die überhaupt abgestimmt haben. Das finde ich schon mal super geil von euch, vielen Dank dafür. 40% von den 15 Stimmen haben gesagt, ich weiß nicht wie. Andere 40% haben gesagt, ich habe es versucht, bin aber gescheitert und habe aufgegeben. 7% haben gesagt, das ist doch gar nicht möglich. Was? Hast du die letzten 100 Videos von mir verpasst? Egal. Und letzten 13% haben gesagt, das hat einen anderen Grund. Den man hätte in die Comments schreiben können, hat keiner gemacht. Vielen Dank dafür. In diesem Video würde ich mich aber auf die ersten 40% fokussieren. Zum einen gesagt haben, ich weiß nicht wie. Und zum anderen, ich habe es versucht, bin aber gescheitert, habe kläglich aufgegeben, mich in eine Ecke gerollt und geheult. Ich hoffe nicht. Das Wie packe ich vielleicht ein bisschen zum Ende des Videos hin. Kommen wir erstmal auf das Aufgeben zu sprechen. Wir leben in einer Gesellschaft, die ziemlich stark geprägt ist von der sogenannten Instant Gratification. Das heißt, du hast heutzutage dein Handy in der Hand und hältst eigentlich die ganze Welt unter deinem Zeigefinger. Wenn du irgendwo draufklickst und was bei Amazon kaufst, dann boom, Instant Gratification. Das Ding ist gekauft, die Hormone sind voll am Ausrasten und du weißt, ein paar Tagen kriegst du das Paket, machst das Paket auf, freust dich mega drüber. Eine Woche später hast du eigentlich vergessen, was du gekauft hast und es juckt dich nicht mehr. Und du holst dir dann einfach wieder deinen neuen Dopaminschub. Das gleiche gilt irgendwie, wenn du auf Social Media unterwegs bist. Likes, Kommentare, Daumen hoch, Herzchen, all das. Wir alle haben das Problem, dass wir Resultate sofort haben wollen. Wir wollen die Ergebnisse sofort sehen. Und zwar am besten mit dem Klick eines Buttons irgendwo drauf und boom, Dopaminschub. Boom, wir fühlen uns gut, bevor wir dann wieder uns auf den nächsten Dopaminschub machen. Das Problem, was ich jetzt bei vielen Online-Business-Anfängern sehe, ist, und ich war früher auch nicht anders, ist, dass man von Methode zu Methode zu Methode hüpft, nie was wirklich durchzieht, weil man viel zu kurzen Zeithorizont hat und einfach gar nicht darüber nachdenkt, okay, wenn ich das Ding hier verfolge, was auch immer du für eine Methode verfolgst, wenn ich das verfolge, in so und so vielen Jahren habe ich das Ganze mit Sicherheit hinbekommen, gemeistert und dann werde ich meine Ergebnisse schon kriegen. Nein, dank der Instant Gratification in unserer Gesellschaft wollen wir die Sachen jetzt, spätestens morgen. Okay, wenn man irgendwie eine neue Methode anfängt für ein Online-Business, dann sagt man sich, in einem Monat oder in einer Woche oder in maximal 3 Monaten habe ich das und das erreicht. Wenn nicht, dann bin ich ein Versager. Okay, wenn nicht, dann hat das Ganze, was ich hier mache, keinen Sinn. Hör bitte auf, dich selber zu verarschen. Dinge, die es wert sind, erhalten zu werden, die benötigen ihre Zeit. Wenn du eine neue Methode anfängst, um Online-Geld zu verdienen, völlig egal was, Amazon KDP, Amazon FBA, Dropshipping, digitale Online-Kurse, Coaching, irgendwelche anderen Dienstleistungen, wenn du meinetwegen kannst du als Freelancer arbeiten, völlig egal was du machst, fokussiere dich auf 2 Dinge. Erstens, wähle eine Methode, die zu dir passt und bleibe lange genug bei dieser Methode. Denn zweitens musst du bei dieser Methode, ich weiß, du willst es von mir nicht hören, ich weiß, du willst es von mir nicht hören, ich weiß, du willst, dass ich sage, es ist einfach, es geht schnell, nein, Bullshit. Nimm dir mindestens 1 Jahr lang Zeit. Du hast noch nicht abgeschaltet, du bist noch hier, das finde ich gut. Denn wenn die meisten Leute hören, was, ich muss das 1 Jahr machen oder 2 oder 3 oder ich sollte mal darüber nachdenken, das Ganze 5 Jahre zu machen, 10 Jahre zu machen. Ja, Jeff Bezos ist auch nicht von heute auf morgen mit Amazon durch die Decke gegangen. Das Ganze hat mega lange gedauert und er hat Amazon gerade zu Anfang so ziemlich eigentlich jeden Cent, den sie an Umsatz gemacht haben, reinvestiert in Werbung auf Google. Das ist auch der Grund, weshalb sie Nummer 1 sind. Hätte sich aber Amazon-Chef oder Ex-Amazon-CEO Jeff Bezos gedacht, das Ganze funktioniert ja seit nach 3 Monaten nicht und ich bin nicht Millionär geworden, ich mache jetzt einfach was anderes, dann gäbe es heute kein Amazon. Vielleicht gäbe es was Vergleichbares, aber es gäbe halt nicht Amazon, wenn du verstehst. Es gäbe kein Jeff Bezos. Das ist die Sache, die du verstehen musst. Wenn du einfach immer irgendwie was Neues ausprobierst und jedes Mal aufgibst, dann ist es kein Wunder, dass du nichts erreichst. Das gilt für ein Online-Business, das gilt für andere Lebensbereiche. Hör also auf, rumzuwuseln und dir zu denken, okay, das hat jetzt nichts gebracht, ich mache jetzt hier was anderes, bringt wieder nichts, mache jetzt was anderes, bringt wieder nichts, wieder eine andere Methode, wieder eine andere... Und jedes Mal wahrscheinlich dann auch auf die Art und Weise, dass du von irgendwem irgendwie irgendwo einen Online-Kurs kaufst, der dir erzählt, ah ja, mit der Methode kannst du voll viel Geld im Internet verdienen und musst dafür kaum was machen. Und dann probierst du das Ganze aus, machst das eine Zeit lang und sagst, okay, das ist der größte Mist. Dazu habe ich nur zu sagen, ja, es gibt einige Leute, die ziemlich beschissene Online-Kurse verkaufen und eigentlich gar nicht das tun, was sie da lehren. Aber, das große Aber, weder habe ich was gegen Online-Kurse, mega gute Sache, ich nutze sie auch in meinem Online-Business und ich finde, das solltest du auch tun, ja, digitale Infoprodukte zu erstellen, als Teil einer deiner Einnahmequellen in deinem Online-Business, aber da muss man das Ganze halt eben auch durchziehen, okay, machen, umsetzen und nicht, ja, wie soll ich es in netten Worten ausdrücken, rumheulen, wenn nichts passiert ist, obwohl man weiß, man hat dafür nichts
getan, außer vielleicht ein oder zwei Online-Kurse zu kaufen und sich zu denken, nur weil ich da jetzt Geld rein investiert habe, läuft das Ganze auf einmal automatisch. Und dann tut es das nicht und dann gibst du auf. Wie wichtig in diesem Punkt Langzeitdenken nochmal ist, dazu habe ich schon mal ein Video gemacht, verlinke ich dir oben in der Infokarte, auf jeden Fall einmal anschauen. Und jetzt so ein bisschen dieser Übergang von, es gibt nicht gerade wenig Leute, die von irgendwelchen anderen Leuten Online-Kurse kaufen und dann voll enttäuscht sind und dann sagen, die und die Methode scheiße, bringt nichts. Jetzt mal hin zu der Antwort auf die Frage, aber wie verdiene ich denn eigentlich Geld im Internet? Wie gesagt, es gibt sehr viele Methoden. Sehr viele Methoden, die dir verkauft werden. Denk mal darüber nach. Es gibt sehr viele Methoden, Geld im Internet zu verdienen, die dir verkauft werden, damit du diese dann machst und dadurch das Geld verdienst. Mach da irgendwas Klick. Nein? Ich helfe dir auf die Sprünge. Die Art und Weise, wie ich in meiner Selfmade-Millionär-Akademie meinen Mitgliedern lehre, wie sie Geld im Internet verdienen, ist, dass sie Content erstellen und sich eine Reichweite aufbauen. Einen Lead-Magneten haben, der aus den Zuschauern, Zuhörern, Lesern, also Followern und Abonnenten, dann auch Leute macht, von denen du die Kontakte hast, und zwar am besten E-Mail-Kontakte. Und im dritten Schritt geht es darum, einen E-Mail-Funnel aufzusetzen, der für einen verkauft, wodurch man dann Geld im Internet verdient, weil in der vierten Säule nämlich das Produkt im Vordergrund steht. Also du brauchst Content, du brauchst Lead-Magneten, einen E-Mail-Funnel, der für dich verkauft, wenn du es nicht irgendwie, keine Ahnung, selber am Telefon machen willst oder dafür Leute einstellen willst, dass sie für dich am Telefon verkaufen, und halt eben ein Produkt, welches ein Problem löst. Bedeutet, damit all das hier klappt, ich hoffe, spätestens jetzt macht's ja bei der vierten Säule ein bisschen Klick bei dir. Du musst etwas verkaufen. Und zwar etwas, das bei einer bestimmten Gruppe von Menschen, also sprich deiner Zielgruppe, ein Problem löst. Und das Verlangen, dieses Problem zu lösen, sollte von deiner Zielgruppe, von deinen zukünftigen Kunden, entweder so einen starken Schmerz auslösen, dass sie von diesem Schmerz weg wollen und dieses Problem deshalb gelöst haben wollen, oder es geht eigentlich relativ gut, aber sie wollen irgendwie irgendwas in ihrem Leben besser machen und optimieren. Das sind meist die zwei Hauptgründe, warum jemand etwas von irgendwem kauft. Das ist auch der Grund dafür, warum du bisher wahrscheinlich nicht gerade wenig Online-Kurse von irgendwelchen anderen Leuten gekauft hast und im Worst-Case-Szenario nicht wirklich viel davon umgesetzt hast, weil du dir eben dachtest, okay, in 3 Monaten rock ich das Ding und bin Millionär oder mach zumindest irgendwie 10.000 Euro im Monat, was halt dann nicht passiert ist, und dann hast du halt eben aufgegeben und denkst dir, okay, scheiße, was mache ich jetzt eigentlich mit meinem Leben? Aber kommen wir nochmal ein bisschen auf das Wie zu sprechen. Denn das Wie besteht aus mehreren Teilen, aus mehreren Bereichen, die du lernen musst, Fähigkeiten, die du dir aneignen musst, damit das Ganze überhaupt läuft. Ich sage immer, die Größe deiner Persönlichkeit, der Entwicklungsgrad deiner Persönlichkeit, bestimmt am Ende darüber, wie viel Geld du dann auch verdienst. Denn wenn ich zum Beispiel darüber nachdenke, wie meine Persönlichkeit heutzutage ist und wie sie noch vor, weiß nicht, 4-5 Jahren war, dann ist es auch kein Wunder, dass ich damals nicht das Geld verdient habe in meinem Online-Business, was ich jetzt verdiene. Es gab also eine Entwicklung, die da vorangeschritten ist. Und diese Bereiche und Skills, die du erlernen musst, das sind so welche Dinge wie, was für Märkte gibt es, in denen Geld drin ist? Also sprich, welche Nische passt am besten zu mir? Und dann ist auch so die Frage, hast du in dieser Nische sehr viel Erfahrung, die du teilen kannst? Oder zumindest sehr, 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 sehr starkes Interesse an dieser Nische, um deinen Erfahrungsschatz mit der Zeit noch zu erweitern? Wenn eins von beiden zutrifft, ist halt wirklich die Frage, sind die Leute, die da drinnen sind, dann auch wirklich interessiert daran, Geld dafür auszugeben, für bestimmte Problemlösungen, oder wollen sie nur irgendwie kostenlose Inhalte im Internet konsumieren oder das Ganze piratenstyle-technisch runterladen, kostenlos, und haben einfach keinen Bock dafür, Geld auszugeben. Wenn du siehst, okay, in dem Markt ist Geld. In dem Markt gibt's Leute, die sind so, wie ich gerne sein würde, und die verdienen Geld, also kann ich höchstwahrscheinlich auch Geld daran verdienen. Dann ist die nächste Sache so, das Verständnis der Zielgruppe. Was für Leute sind in diesem Markt drinne und was wollen diese Leute eigentlich? Was für Probleme haben sie? Was für Schmerzpunkte? Und welche Dinge wollen sie geregelt haben? Und vor allen Dingen, kann ich zu diesem Problem eine Lösung anbieten? Kannst du dir auch die Frage stellen, welche Lösung gibt es denn schon? Also sprich, Lösungen sind eigentlich immer irgendwelche Produkte oder Dienstleistungen. Was gibt es da schon draußen, was ich besser machen kann? Oder was ich anders machen kann. Nicht, was ich irgendwie neu erfinden muss. Denn du musst das Rad nicht neu erfinden, um Geld im Internet zu verdienen oder sonst irgendwo zu verdienen. Du musst nur gucken, okay, was funktioniert schon? Was bringt den Leuten schon Geld? Also anderen Online-Unternehmern. Und dann schaust du, kann ich das besser machen? Oder kann ich das vielleicht sogar anders machen? Denn anders ist in der Regel immer besser als besser. Und wenn du deine Zielgruppe kennst und weißt, welche Gedanken sie haben und welche Probleme sie gelöst haben wollen, dann kümmerst du dich um das Produkt und erstellst das beste Produkt, das du zu diesem jetzigen Zeitpunkt nur erstellen kannst. So wie ich früher Anfänger war und einfach keine Ahnung davon hatte, was ich eigentlich genau mache, kann es auch gut möglich sein, dass du zu Anfang Produkte erstellst, die nicht so gut sind. Und das ist völlig in Ordnung. Du wirst ja mit der Zeit einfach immer besser. Du machst das Produkt oder die Dienstleistung immer besser, 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 besser mit dem Feedback, das du bekommst. Wenn du dann ein gutes Produkt hast, dann ist der fehlende Puzzleteil das Marketing, beziehungsweise das
Verkauf. Du musst ihnen halt die Frage stellen, okay, wo genau befindet sich meine Zielgruppe? Wo, in welchen Gruppen sind sie unterwegs? Welche Events besuchen sie? Welche Social Media Kanäle haben sie abonniert? Wo sind sie unterwegs? Oder wo tauschen sie sich aus? Und dann musst du halt gucken, wie kann ich mit diesen Leuten in Kontakt treten und zum Beispiel schon mal 10 oder 20 Beta-Kunden mir angeln, die das ganze Produkt von mir kostenlos bekommen, damit ich schon mal Feedback kriege und das Produkt dadurch ab. Und wenn ich dann geiles Feedback kriege, denke ich mir, okay, wird Zeit, das ganze Ding mal zu launchen, und dann geht's an den wirklichen Verkaufsprozess. Also, wie verkaufe ich dieses Produkt oder diese Dienstleistung? Und das ist so ein Thema, da verkacken die meisten. Ich habe zu Anfang verkackt und ich würde mich auch nicht irgendwie Verkaufsprofi nennen oder irgendwas in diese Richtung, ganz im Gegenteil. Aber das Schöne ist, der Erfolg im Unternehmertum hat eine Menge mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun, wie auch schon zu Anfang im Video erwähnt. Und deswegen kann man all diese Dinge halt mit der Zeit erlernen und besser machen und ausprobieren. Das, was nicht funktioniert, raus damit. Das, was funktioniert, behältst du bei. Lernst wieder neue Sachen. Was nicht funktioniert, raus. Was funktioniert, bleibt. Um mal irgendwie so ein bisschen ein auf Bruce Lee zu machen, der eigentlich das gleiche Mindset in Bezug auf Kampfkunst hatte. Und beim Verkaufen bzw. Marketing, ich nehme das jetzt mal wirklich beides zusammen, musst du dir halt auch die Frage stellen, wie können diese Kunden mich dann finden? Oder wie kann ich zu diesen Kunden durchdringen? Beziehungsweise wie kann ich neue Kunden gewinnen? Was in meinen Augen im Online-Bereich durch Content-Marketing stattfinden sollte. Ja, du kannst auch Ads schalten. Auf Facebook, wovon ich übelst kein Freund bin. Auf YouTube, wovon ich ein bisschen mehr Freund bin. Davon habe ich auch schon mal eine komplette Videoserie gemacht. Findest du hier auch einmal in der Infokarte. Oder du kannst Influencer-Marketing machen, wovon ich mega großer Befürworter und Freund bin. Das geilste Marketing-Instrument, das du einfach heutzutage zur Verfügung hast, ist und bleibt in meinen Augen Content-Marketing. Ja, es dauert ein bisschen sehr viel länger, bis es, sag ich mal, die ersten Früchte bringt oder du das Ganze endlich mal ernten kannst. Die Samen dauern halt ein bisschen länger, bis sie dann auch mal zu Erfolg heranwachsen. Aber Content-Marketing ist halt eine Methode, die erstens dich eigentlich gar kein Geld kostet. Aber Content-Marketing hat halt eben diesen exponentiellen Faktor in sich. Gerade was YouTuber angeht, gerade was Blogger angeht, meist ist der Wachstum irgendwie so, ja, was die Besucheranzahlen angeht, was die Aufrufe angeht, was die Klicks angeht, und das dauert und das dauert und das dauert. Und du denkst dir, oh mein Gott, ich dachte, in 3 Monaten bin ich schon reich. Und irgendwo hier geben die meisten Leute auf. Und es dauert noch länger und noch länger. Und die Zeit vergeht und die Zeit vergeht. Aber boom! Macht's einfach so einen Krypto-Move und hat irgendwie 80% mehr über Nacht. Das ist Content-Marketing. Und wenn du all diese Dinge, all diese Bereiche in deinem Business verstehst und anwendest, was halt eben Zeit dauert, was halt eben von dir verlangt, dass du viel lernst, viel umsetzt und auch an deiner Persönlichkeit arbeitest. Aber wenn du all diese Dinge dann verstanden und umgesetzt hast und du einfach verdammt gut darin wirst, in dem, was du tust, in deiner Nische, mit deinem Produkt, mit deiner Kundenzufriedenheit, dann boom, dann wirst du Geld im Internet verdienen. Und das ist genau derselbe Weg, wie man auch Geld irgendwie in einem Offline-Business verdient. Was ich gerade erklärt habe, ist oder sind genau dieselben Prinzipien. Nur, dass man vielleicht Marketing jetzt nicht mit Content-Marketing macht, sondern mit anderen Dingen. Könnte man aber halt auch in einem Offline-Business nutzen. Punkt ist, die 7%, die gesagt haben, das funktioniert doch gar nicht oder das geht doch gar nicht. Come on, Leute. Entweder ihr habt es nicht verstanden oder ihr habt es nicht umgesetzt. So oder so, ich hoffe, ich konnte ein bisschen Licht auf das Dunkel werfen, das da hieß, wie verdient man eigentlich Geld im Internet. Wenn du mehr darüber wissen willst und noch tiefer in das Ganze reingehen willst, schau dir auf jeden Fall den Link unten in der Beschreibung an oder auch im Kommentarbereich. Dort gibt's von mir völlig kostenlos eine 3-teilige Videoserie, wo ich dir von Anfang bis Ende Schritt für Schritt erkläre, wie ich Geld im Internet verdiene, wie meine Mitglieder in der Selfmade-Millionär-Akademie Geld im Internet verdienen und scheiße, wie auch genau du dasselbe tun kannst. Wenn du bereit bist zu lernen, umzusetzen und nicht einfach nur rumzuhalten. Mit den Worten beende ich das Ganze. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Hier geht's zu meinen nächsten Videos. Auf jeden Fall draufklicken. Der YouTube-Algorithmus wird dir danken. Ich danke dir auch. Bis dahin, hau rein. Ciao.